letztlich ist es auch das, was Staatsanwaltschaft und Verteidigung übereinstimmend gefordert haben, nämlich die Jugendstrafe und die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus, um die Allgemeinheit einerseits vor dem behandlungsbedürftigen Mandanten zu schützen, ihm aber auch andererseits die Möglichkeit einer Behandlung zu geben. Sagen Sie zu dem Urteil. Ist nicht sicher. Kleine Master. Ja, ich habe mit ihm gesprochen und er wird sich jetzt in den nächsten Tagen überlegen, ob er dieses Urteil akzeptiert oder ob wir in Revision gehen. Und dann werden wir bis nächste Woche Freitag eine Entscheidung treffen.